Ja, vielen Dank an die Ministerinnen für diese sehr engagierten Eröffnungsreden. Man hat gemerkt, dass Ihnen das Thema am Herzen liegt und das ist auch gut so. Unser Thema ist ja Nachhaltigkeit. Mit dem Blick aufs Programm muss ich allerdings feststellen, wir haben ja keine nachhaltige Entwicklung, sondern eher eine nachhinkende Entwicklung. Wir sind nämlich zeitlich ziemlich in Verzug. Deswegen möchte ich Sie an dieser Stelle eigentlich mal nur Ihr generelles Verständnis einholen, dass sich die Programmpunkte ein bisschen nach hinten rausschieben werden. Aber ich denke, wir reden ja über Zukunft. Dann sind ein paar Minuten eigentlich nicht besonders der Rede wert. Ja. Danke nicht für Ihr Verständnis. Ja, wir reden über Bildung. Der römische Philosoph Seneca, der hat da mal einen schönen Satz gesagt, lang ist der Weg durch Belehren, aber kurz und wirksam durch gute Beispiele. Und das ist eine Erkenntnis, die spiegelt sich auch im Weltaktionsprogramm genau. Für Bildung, für nachhaltige Entwicklung. Ne? Das ist nämlich gerade übernommen worden. Wir folgen eigentlich der guten Tradition der UN-Dekade, denn dort wurden ja auch schon ganz viele tolle Lernorte, Netzwerke, Bildungseinrichtungen und Kommunen ausgezeichnet. Und auch das Weltaktionsprogramm folgt dieser tollen Idee der Auszeichnung. Es gibt nämlich eine ganze Menge tolle Einrichtungen in Deutschland. Wir haben es ja schon gehört von den Ministerinnen, die es verdient sind, ausgezeichnet zu werden. Ja, die Bewerbungsrunde, die ist im Mai zu Ende gegangen. Die Resonanz, die war gut, die war sogar richtig gut. Es gab 88 Einreichungen, die waren alle ganz toll, von toller Qualität. Die hätte man wahrscheinlich am liebsten alle ausgezeichnet. Am Ende sind 65 Preisträger rausgekommen. Und wir sind natürlich jetzt wahrscheinlich alle sehr gespannt, welche guten Beispiele wir hier gleich zu sehen bekommen. Das werden Sie gleich erfahren, und zwar von der Bundesbildungsministerin Professor Dr. Johanna Wanka und der Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission Professor Dr. Verena Metze-Mangold. Sie beiden werden gleich die Auszeichnungen vergeben, und zwar in drei Kategorien: Kommunen, Lernorte und Netzwerke, immer abwechselnd. Frau Wanka und Frau Metze-Mangold, kommen Sie zu uns auf die Bühne. Schauen Sie mal, Frau Wanka, das Mikrofon ist für Sie. Wir haben schon mal kleine Präsente mitgebracht. Frau Metze-Mangold, Sie dürfen ja gleich zwei Laudationes halten. Welches der Projekte hat Sie am meisten beeindruckt oder die Gesamtheit, die Fülle? Was war für Sie am tollsten? Es ist nicht ein Projekt, es ist die, ja, die Vielfalt der Projekte, glaube ich, die deutlich macht, dass wir dabei sind, Bildung für nachhaltige Entwicklung nicht als so etwas wie Add-on, das muss man auch noch machen, sondern tatsächlich in verschiedensten Dimensionen zu denken und Haltungen dazu zu entwickeln. Ich glaube, das ist das, was mich besonders beeindruckt. Diese Auszeichnungsveranstaltung, Frau Wanka, ist ja auch nachhaltig, wenn man so will. Es wird im nächsten Jahr wieder eine Auszeichnungsveranstaltung geben. Oh ja, ist eine Definition von Nachhaltigkeit jedes Jahr, okay. Was glauben Sie denn, was kann man mit solch einer Veranstaltung überhaupt bewirken? Sie haben ja gesagt, das Thema, das hinkt noch ein bisschen in der Gesellschaft hinten nach, ist noch ein Randthema. Meinen Sie, dass man mit solchen Auszeichnungen tatsächlich was bewegen kann? Ja, bin ich fest davon überzeugt. Bin ich fest davon überzeugt, dass einfach gute Beispiele auch schnell Schule machen können, beziehungsweise anregen, Ehrgeiz entfachen. Und wir haben ja unterschiedliche Wettbewerbe, Zukunft statt oder so etwas bei uns im Haus gestartet, mit dem schönen Effekt, dass es eben nicht nur die Ausgezeichneten sind, sondern das, was drumherum passiert. Also davon bin ich überzeugt. Ja, nicht immer so von allem, was man macht, aber davon ja. Ja, wenn man so die persönliche Entwicklung des Menschen anbringt, ist ja auch so. Nachahmung ist ja ein ganz wichtiges Merkmal, ne? Wie wir lernen und persönlich dann auch vorankommen. Ja, aber jetzt würde ich sagen an der Stelle, Ehre wem Ehre gebührt. Ich glaube, Frau Professor Wanka, Sie machen den Auftakt für den Bereich Kommunen. Damen und Herren, ich bin gerade gefragt worden, hervorragendes sichtbar machen, Leuchttürme propagieren, andere animieren. Das ist das Ziel des Wettbewerbs, des Weltaktionsprogramms, dieser Auszeichnungen. Und wir zeichnen heute aus in den drei Kategorien, wie auch schon erwähnt. Und ich möchte beginnen mit der Auszeichnungsrunde mit den Kommunen. Es sind 9 Kommunen, die ausgezeichnet werden, die wir heute ehren. Diese Auszeichnungen gehen zum Teil an kleine Gemeinden, wie zum Beispiel die Gemeinde Hettlingen nahe Hamburg, die mit einer engagierten Bürgermeisterin es wirklich erreicht, dass 100% der Kindergartenkinder, 100% und Schülerinnen bzw. Schüler, bei mir im Text steht, beglückt werden mit BNE, also wo vermittelt, das fand ich ein bisschen vermittelt, wo BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung, wirklich an alle, keiner kann weg, sondern 100% der Kinder und Jugendlichen werden erreicht. Oder der Preis geht an größere Städte, an Gelsenkirchen. Gelsenkirchen
wo Frau Lörmann mir gerade noch zuflüsterte, das wäre ein tolles Projekt. Die setzen dem Strukturwandel, der ja dort in der Region ist, wovon alle ein Bild haben, einen Wechsel zur Nachhaltigkeit entgegen. Gerade erst vor 2 Wochen wurde auf einer stillgelegten Zeche, der Zeche Hugo, ein Biomassepark eröffnet mit einem Lehrpfad für Kinder- und Schülergruppen. Oder es geht ein Preis an die Stadt Frankfurt am Main, das am Green City Prozess einen sogenannten Themenknoten Bildung eingesetzt hat und lokale Nachhaltigkeitsthemen mit BNE verbindet, beispielsweise durch Radfahrprojekte mit Schulen. Die Preisträger, wenn man sich das anschaut, zeigen, dass sehr oft die Kommunen, die erfolgreich sind, wo das gesamte Projekt zur Chefsache in Anführungsstrichen gemacht wurde, zum Beispiel in Hettlingen oder Dornstadt, die haben extra Steuerungsgruppen für dieses Thema einberufen. Oder in Dienstlaken, die eine Agenda-Beauftragte direkt dem Bürgermeister unterstellt oder überhaupt eingesetzt hat. Oder in Neumarkt in der Oberpfalz, wo der Oberbürgermeister sich unter anderem auch für eine nachhaltige Metropolregion Nürnberg engagiert. Wichtig ist es bei diesen Projekten in den Kommunen, möglichst viele Menschen mitzunehmen und möglichst generationenübergreifend. Und ich denke, diese Mitgestaltungsmöglichkeiten für die unterschiedlichsten Generationen zu schaffen und anzuregen, das findet man in den ausgezeichneten Projekten in vielfältiger Art und Weise. Und alle verwirklichen den Teilhabegedanken, dass also Mitmachen, Partizipation wichtig ist. Meistens sind es vor allen Dingen junge Menschen, die animiert werden. Zum Beispiel in Erfurt werden Schülerfirmen und Energiesparschulen verbreitet. Oder in Dornstadt wird integriert BNE in Zukunftswerkstätten und zudem stellt man dort Preisgelder für Jugendprojekte zur Verfügung. Oder in Dienstlaken können sich junge Menschen in Jugendräte oder Kinderparlamente, wir haben heute am Anfang über dieses Thema gehört, einbringen. Beteiligung wird auch in den anderen der ausgezeichneten Städte großgeschrieben. In Alheim können Bürger ihre Ideen im Rahmen ko-kreativer Kommunalstadtentwicklung entwickeln. Oder in Bonn werden Räume und Plattformen für Diskussionen bereitgestellt. Oder in Neumark finden Gesprächsrunden direkt immer regelmäßig mit dem Oberbürgermeister statt. Also alle diese Kommunen haben sich auf den Weg zu einer Zukunftsstadt gemacht, wo der Aspekt Bildung für nachhaltige Entwicklung verankert ist oder besonders initiiert wird. Und deswegen glaube ich, dass alle diese Kommunen unsere große Wertschätzung verdienen und ich gratuliere Ihnen zu dieser Auszeichnung. Dankeschön. Ja, wir bitten die Kommunen nach vorne und zwar am liebsten die ganzen, aber weil es so viele Leute sein werden, die wir heute auszeichnen, deshalb soll pro Kommune nur jeweils einer kommen. Dort hinten haben ihren Auftritt, sie dürfen applaudieren. Wir kommen zu der Laudation in der Kategorie Netzwerke, meine Damen und Herren. Aber zunächst möchte ich mich bedanken als Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission, dass wir dieses Weltaktionsprogramm der UNESCO in Deutschland mit Ihrer Hilfe, Frau Ministerin, und mit den Ländern zusammen auf einen so wunderbaren, so schnellen Weg gebracht haben
Und wenn Sie sich an den Film erinnern und diesen Jungen, der sich abwandte und sagte, keine Ahnung, warum ich in diese Welt geboren worden bin, dann wissen wir, warum wir das tun, um diesen Herausforderungen zu begegnen in der Welt. Meine Damen und Herren, als Manuel Castells im Jahr 2000 sein berühmtes Werk »Die Netzwerkgesellschaft« veröffentlichte, hatte der spanische Sozialwissenschaftler, glaube ich, selber keine Ahnung, dass er tatsächlich zu einem Paradigmenwechsel führte. Bildung für nachhaltige Entwicklung kann in ganz unterschiedlicher Weise stattfinden. In den Strukturen der Bildungslandschaft verankert werden, beispielsweise in einer verbesserten Art, ökologisch, ökonomisch und sozial zu denken, an den Lernorten selber, und das heißt schließlich nachhaltig zu handeln, oder auch in den Institutionen, Stärken zu bündeln, gemeinsam zu handeln, neue Partner zu gewinnen, voneinander und miteinander lernen, und zwar auch von Nord nach Süd Strukturen zu bauen. Netzwerke eben. Schon in der UN-Dekade waren viele informelle, sich formalisierende und formelle Netzwerke entscheidend, um Bildung für nachhaltige Entwicklung in die Breite zu tragen. Netzwerke helfen dabei, Bildung für nachhaltige Entwicklung in verschiedensten Bereichen der Gesellschaft nicht nur bekannt zu machen, sondern eine Haltung zu demonstrieren. Best Practices im besten Sinne. Institutionen dadurch zu interessieren und bei der Einführung und Verstetigung zu unterstützen. Netzwerke führen dadurch zu Innovationen. Ich erinnere mich, dass wir sehr früh in der ersten Bildung für nachhaltige Entwicklung Dekade zusammen mit BASF und den Kommunen in dieser Region zusammen und den Kirchen Kindergärten entwickelt haben, Strukturen für Kindergärten, die so zauberhafte und fantasievolle Namen trugen wie Kleinsein zu Einstein, von Piccolo zu Picasso und die exakt auch so arbeiteten, Neugierde und Netzwerke schufen. In der Kategorie Netzwerke zeichnen wir heute Netzwerke, Lernregionen und Bildungslandschaften aus, die BNE ins Zentrum ihrer gemeinsamen Ziele gerückt haben. Ihre Netzwerkmitglieder tauschen sich aus, sie entwickeln gemeinsame Strategien und Maßnahmen, sie organisieren Lehr- und Lernangebote einzeln und eben als Netzwerk. Sie entwickeln Produkte und Dienstleistungen und bieten sie der Welt an. Vor allem aber streben sie alle nach fortlaufend verstärkter Formalisierung und Professionalisierung. Ein wichtiges Argument: Wir wollen, wie Sie schon gehört haben, vom Projekt zur Struktur. Ich freue mich daher, Ihnen einen ganzen Strauß von 25 sehr vielfältigen Netzwerken vorzustellen, die wir heute für Ihre herausragende Kooperation zu BNE ehren. Sie zeigen in vorbildlicher Weise, wie BNE in Partnerschaft Wirkung entfaltet, lokal, regional, international. Lassen Sie mich einige Beispiele nennen, die charakteristisch sind und verdeutlichen, weshalb die Jury entschieden hat, diese Netzwerke zu ehren. Unter unseren Ausgezeichneten in der Kategorie Netzwerke finden sich beispielsweise Studierende, die sich für einen aktiven Wandel in allen Bereichen ihrer Hochschule einsetzen, die Wissen und Erfahrungen über Online-Plattformen austauschen und verbreiten und somit die Wissenschaftspolitik beeinflussen. Schulen, die gemeinsam mit Partnern des globalen Südens mehr Klimagerechtigkeit erzielen wollen und sich eng vernetzen. Andere, die mit dem Ziel des Wandels ihrer Lehrer- und Lernkultur zusammenarbeiten. Berufsschulen, die mit Bildungsinstitutionen in Mosambik praxisorientierte Berufsbildung und globales Lernen konkret machen. Kindertageseinrichtungen, die gemeinsam mit anderen Partnerorganisationen Bildung für nachhaltige Entwicklung im lokalen Umfeld stärken. Lokale, sehr unterschiedliche Partner, die die BNE-Arbeit von Bildungsinstitutionen, Ämtern, Initiativen, Kirchen und Unternehmen bündeln und nach gemeinsamen Maßstäben professionalisieren. Botanische Gärten, die Multiplikatoren für Biodiversitätsbildung zertifizieren. Ein Netzwerk nachhaltiger Bücherboxen,
die dezentral betreut werden und berufsbildende Schulen einbeziehen. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie sehen, unsere 25 ausgezeichneten Netzwerke sind ausgesprochen vielfältig. Diese Vielfalt freut uns. Und wenn wir BNE in allen Bildungsbereichen vorantreiben, wenn wir heterogene Partner wie Verlage, Bildungsnetzwerke, Forschungseinrichtungen und Wirtschaftsverbände zusammenbringen, bringen wir BNE in die Breite und nutzen alle verfügbaren Kompetenzen. Wir brauchen noch mehr und noch vielfältigere Netzwerke. Gemeinsam haben sie alle, dass sie als Modell gelten wollen. Sie betreiben aktive Öffentlichkeitsarbeit, um Unterstützung für ihre Arbeit zu gewinnen. Sie zeichnen sich aus durch Beratungsangebote, sei es auf kommunaler Ebene oder im Rahmen von regionaler, landesweiter und bundesweiter Vernetzung. Alle haben die Fachjury mit ihren Bewerbungen überzeugt und wir gratulieren Ihnen heute sehr herzlich für Ihre großartige Arbeit. Wir ehren Sie jetzt mit den ersten Auszeichnungen im Rahmen des Weltaktionsprogramms. Ihre Auszeichnung soll dazu beitragen, dass Ihr herausragender und ansteckender Teamgeist größere Kreise ziehen kann. Herzlichen Glückwunsch und ich bitte Sie auf die Bühne. Meine Damen und Herren, wir kommen zur Kategorie Lernorte. Und auch hier möchte ich einen Sozialwissenschaftler zitieren, nämlich Luhmann, einen deutschen Soziologen, der mal gesagt hat, ganz einfach, Handeln bildet Strukturen aus.
Und Gesellschaften entwickeln sich weiter durch diese Strukturen. Sie haben vorhin schon von Frau Lührmann das Wort gehört, glokal. Und dieses Wort war eine sehr eingängige Wortschöpfung, Begriffsschöpfung, die uns sofort klar gemacht hat, worum es geht. Dass wir globalen Herausforderungen gegenüberstehen und lokal handeln müssen. Globale Herausforderungen zu lösen, fängt eben auf lokaler Ebene an. In der Schule, in der Hochschule, im Verein und auf der Arbeit, wie man so schön sagt, an Lernorten eben. Jeder von uns sollte wissen, was und wie er in seiner Gemeinschaft beitragen kann. Und ich glaube, das ist eine der wichtigen Besonderheiten dieses Projektes, dieses Weltaktionsprogramm, dass wir begreifen, dass wir alle etwas tun können, ganz egal an welchem Ort. Es geht darum, dass diese Lernorte zum Erwerb der nötigen Kompetenzen, der Werte und einer eigenen Haltung zu den Herausforderungen der Welt beitragen. Lernorte selbst zu nachhaltigen Orten in unserer Wirklichkeit werden zu lassen. Dies beinhaltet, Werte zu hinterfragen, die wir weitergeschrieben haben, einfach so, und eigenes Engagement zu entwickeln. Die Erfahrung der letzten 10 Jahre in der UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung haben uns gezeigt, dass BNE besonders erfolgreiche Innovationskraft entfaltet, wenn sie an Lernort in einem ganzheitlichen Ansatz gelebt wird. Wenn also ein Lernort, eine Schule, ein Verein oder ein Unternehmen Prinzipien der Nachhaltigkeit in Inhalt und Methode der Bildung integriert, zudem aber auch zum Beispiel seine Bewirtschaftung an Nachhaltigkeit ausrichtet, seine Mitarbeiter zu nachhaltigen Entwicklungen weiterbildet und Nachhaltigkeit zum Thema der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und anderen Partnern macht. Die Förderung eines solchen Whole Institution Approach ist daher eines der 5 Prioritäten des UNESCO-Weltaktionsprogramms BNE. Mit den heutigen Auszeichnungen fördern wir genau diesen ganzheitlichen Ansatz, auch in der Kategorie Lernorte. Wir zeichnen nicht Lernorte aus, die sich auch mit nachhaltiger Entwicklung beschäftigen, eben mal so, sondern Lernorte für nachhaltige Entwicklung. Sie zeichnen wir aus. Das Erlernen nachhaltiger Entwicklung in, von und für den gesamten Lernort ist hier mit dem Lernort untrennbar verbunden. Ich freue mich daher, meine Damen und Herren, außerordentlich, Ihnen 31 solchermaßen herausragender Lernorte vorzustellen, die auf vielfältige Weise zeigen, wie BNE nicht nur gelehrt, sondern, und das ist es, gelebt werden kann. Lassen Sie mich einige Beispiele nennen, die charakteristisch verdeutlichen, weshalb die Jury beschlossen hat, diese Lernorte heute auszuzeichnen. Unter unseren Ausgezeichneten haben wir berufsbildende Schulen, die als erste den deutschen Nachhaltigkeitskodex in ihrem Leitbild, in ihrem Schulprogramm und in ihren Organisationsstrukturen systematisch verankern. Ein Schullandheim, das seine BNE-Arbeit mit der Flüchtlingsarbeit, das ist schon erwähnt worden, in einem UNESCO-Biosphärenreservat zusammenführt. Hochschulen mit einem Nachhaltigkeitsgesamtkonzept, die sich an der IMAS-Zertifizierung orientieren und eine Nachhaltigkeitsberichterstattung vorlegen. Eine Akademie, die das Ackern wörtlich nimmt und die Strukturen und die Art des Lernens an Schulen umgestalten will, durch gemeinsamen Gemüseanbau in generationsübergreifenden Teams. Wir haben einerseits ausgezeichnete Lernorte, die 30.000 Lernende im Jahr erreichen und ein klimaneutrales Umweltinformationszentrum betreiben und auch solche mit wesentlich kleinerer Reichweite, aber ebenso hervorragender Qualität. Besonders ausgeprägt bei unseren Vorreitern ist die beratende Funktion, die sie ausfüllen. Sie beraten die lokale Kita, sie bauen gemeinsam mit ihren Kommunen eine Bildungslandschaft für nachhaltige Entwicklung auf. Sie suchen in regionalen und bundesweiten Netzwerken den Austausch. Noch andere kooperieren dauerhaft mit Schulen und Hochschulen des globalen Südens. Die Lernorte zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie ihre Mitarbeiter weiterbilden, teils sogar mit eigenen Akademien. Die Bewirtschaftung
an Nachhaltigkeit zu orientieren, heißt für viele zumindest Einsparung von Energie, Umstellung auf nachhaltige Catering und vieles andere. Es geht um Gebäudetechnik, Unternehmensführung und die ganze Art und Weise, wie wir uns als Menschen in unsere Umwelt bewegen. Und gerade bei der Bewirtschaftung ernst zu machen, dazu sieht die Jury weiterhin viel Potenzial. Bildung für nachhaltige Entwicklung heißt für uns auch Teilhabe von Jugendlichen, auch das haben wir schon gehört, die als aktive Partner in Entscheidungsprozessen eingebunden werden. Sie treiben Wandel und Innovation ebenso voran, wie sie andere Perspektiven haben und uns zum Nachdenken zwingen. Wie die vielen Pilotprojekte unsere Lernorte. Sie zeigen nämlich, wie Bildung für nachhaltige Entwicklung Lösungen tagesaktueller und langfristiger Herausforderungen wie die Integration von Flüchtlingen und den Klimawechsel unterstützen. Die Jury hat diese 31 Vorräte ausgezeichnet, die großartige Arbeit leisten für ihren herausragenden Beitrag zur Umsetzung der Agenda 2030 der Vereinten Nationen und des Weltaktionsprogramms Bildung für nachhaltige Entwicklung in Deutschland. Ehren wir diese Vertreter der Lernorte jetzt mit den ersten Auszeichnungen im Rahmen des Weltaktionsprogramms hier in Deutschland. Ich hoffe, dass Ihre Auszeichnung, meine Damen und Herren, dazu beiträgt, dass diese Beispiele andere inspirieren und viele Nachahmer finden. Herzliche Glückwünsche und ich bitte die Ausgezeichneten auf die Bühne. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, Tanja, aber so viel strahlende Gesichter auf der Bühne, das hatte ich bisher auch noch nicht bei meinen Moderationen. Das kommt mir so vor, als würden die alle mich anstrahlen. Vielen Dank. Und es ist noch nicht zu Ende. Wir haben nämlich hier eine kleine Überraschung noch für Sie.
Und das ist im Prinzip der Moment, wo man sich ärgert, dass man in der ersten Reihe sitzt, im Kabarett, weil man Sorge hat, jetzt wird man auf die Bühne gebeten. Genau das passiert hier auch. Wir wollen nämlich eine Person hier auf die Bühne bitten, aber Sie sehen, Sie haben überhaupt nichts zu befürchten. Insofern würde ich Sie herzlich bitten, zügig und beherzt, wenn wir Sie aufgerufen haben, hier auf die Bühne zu kommen. Oder wenn Sie sich schon hier unter die strahlenden Gesichter gemischt haben sollten, einfach nach vorne zu treten. Und wer ist das im Einzelnen? Das ist aus dem Fachforum Frühkindliche Bildung der Vorsitzende, der Bundesvorsitzende des Verbandes Katholischer Tageseinrichtungen für Kinder, Frank Jansen. Und die Co-Vorsitzende, die Co-Vorsitzende aus dem Fachforum im Vorstand des Bildungsnetzwerkes Enovego Forum für Bildung und Nachhaltigkeit, Susanne Schubert. Und wir haben aus dem Fachforum Schule den Vorsitzenden, Achim Beule. Er arbeitet im Kultusministerium von Baden-Württemberg, ist dort auch zuständig für die Berichterstattung. Und die Co-Vorsitzende aus dem Fachforum Schule, Katja Hinze von der Stiftung Bildung. Ist sie auch hier im Raum? Ja, wunderbar, da kommt sie angesprochen. Jetzt kommt das Fachforum Hochschule. Und zwar der Vorsitzende wird gebeten, nach vorne zu kommen. Professor für nachhaltiges Management an der Uni Bremen, Professor Dr. Gerd Müller-Christ. Und die neue Co-Vorsitzende aus dem Fachforum Hochschule vom Netzwerk N, das sich für Nachhaltigkeit an Hochschulen engagiert, Johannes Geibel. Aus dem Fachforum Berufliche Bildung hätten wir eigentlich ganz gerne da gehabt den Vorsitzenden Dr. Volker Born vom Zentralverband des Deutschen Handwerks. Der wäre auch sehr, sehr gerne da gewesen. Er musste leider terminlich die Veranstaltung dass er hier nicht dabei sein kann, das ist sehr schade. Sonst hätte er hier mitstrahlen können. Aber wir haben den Co-Vorsitzenden aus dem Fachforum Berufliche Bildung da und das ist Thomas Giesler. Er ist Mitglied im Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Wo ist er? Herr Giesler, hier im Raum. Ja, DGB, ne? Man möge ihn doch noch holen. Wir gucken mal, ob vom Fachforum nonformales Lernen und informelles Lernen und Jugend noch jemand hier ist oder auch schon im Workshop verschwanden. Dort bitten wir nämlich nach vorne den Vorsitzenden, die Vorsitzende von Bildungscent e.V., Silke Ramelow. Auch die Co-Vorsitzende vom Bündnis Zukunftsbildung, Hanna Thon. Wir gratulieren trotzdem und applaudieren. Ich meine, im Prinzip ist das ja die richtige Einstellung für den Kongress, ne? Also jetzt schon im Workshop zu sein und zu arbeiten. Aber ein Fachforum haben wir noch. Jetzt bin ich gespannt, ob wir die Vertreter da haben. Ich versuche es nochmal. Vielleicht haben wir Glück. Aus dem Fachforum Kommunen den Vorsitzenden Dr. Manfred Beck, Stadtdirektor aus Gelsenkirchen. Da ist er. Wir legen ihn. Hat er sich im Rücken rangeschlichen. Und die Co-Vorsitzende aus diesem Fachforum Kommunen haben wir auch noch da, wie ich hoffe. Professor Dr. Inka Bormann, Erziehungswissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin. Nein, Sie kommen. Ja, jetzt fragen Sie sich alle, warum Sie hier vorne in der ersten Reihe stehen, was Sie jetzt gefährliches, kabarettmäßiges tun müssen, aber Professor Dr. Wanka wird es jetzt auflösen, wenn wir ihr ein Mikrofon geholt haben, aber das wird sie auch noch bekommen. Und das Manuskript halten vielleicht? Das nicht, also frei, ja, eine meine Laudatio Damen und Herren, von Frau Wanka. Das Manuskript ist da unten und es geht jetzt schneller deswegen. Ich habe vorhin erzählt, dass wir einen nationalen Aktionsplan zur Bildung für nachhaltige Entwicklung aufstellen wollen. Sowas kann man natürlich zusammenschreiben.
Aber damit es nicht in der Bibliothek verschwindet, sondern damit es wirklich etwas aussagt, damit wirklich kurzfristige und langfristige Projekte verbunden werden, damit Struktur reinkommt, ist es notwendig, dass sich viele engagieren. Und diejenigen, die hier vorne auf der Bühne stehen, jetzt auch, engagieren sich, sodass wir uns überlegt haben, neben der Auszeichnung der Ausgezeichneten, die wir hinter mir stehen, Lernort, Kommune und Bildung für nachhaltige Entwicklung, hat die, jetzt weiß ich es wieder nicht ganz genau, Weltaktionsprogramm hat sich überlegt, auszuzeichnen Menschen, die sich besonders engagieren in dem Bereich. Das sind die sogenannten Change Agents. Und wir dachten, das könnten welche sein. Und deswegen wollten wir an dieser Stelle entgegen der Regel diejenigen, die sich engagieren, von denen ganz viel abhängt, damit das jetzt wirklich lebendig und alle kommen rein, also ist auch sehr schön, ganz, ganz herzlich auszeichnen und uns bedanken für Ihr Engagement und hoffen, dass die gemeinsame Arbeit erfolgreich wird. Herzlichen Glückwunsch. Diese blöden Welt. Ah ja, immer diese Fachbegriffe, ja. Jetzt sind wir natürlich auch ein bisschen neugierig. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wir wissen es nämlich nicht. Was ist das eigentlich, was Sie da bekommen haben? Ein Pfeil, mit dem es nach oben geht, so wie es aussieht. Ein Anstecker? Ja, ein Pin. Ein Pin. Und der hat eine gewisse Bedeutung. Pin sind nämlich all die Leute, die in irgendeiner Weise eben in Netzwerken aktiv sind und eben dort auch Auskunft geben können, wenn sie Interesse haben, sich in dem Themenfeld zu vernetzen. Also jeder, der hier einen Pin trägt, ist für Sie die erste Adresse nachher in der Pause, ihn anzusprechen. So, wir treten noch mal ein bisschen zurück für das Foto der Ausgezeichneten. Ja, vielen Dank nochmal an Sie alle. Stehen ja, und noch ich fand, das war Bild. So richtig Sportsgeist auch, ne? Wie die da sportlich niedergekniet sind. Wunderbar. Also, ein großer Applaus und wir wollen Sie nicht länger aufhalten vom Weg in die Workshops, aber wir geben Ihnen schon mal eine kleine Zeitänderung bekannt, denn also ich stelle mir vor, nachdem man jetzt so viel ausgezeichnete Menschen gesehen hat, hat man Lust, selber was zu machen. Das können Sie jetzt tun in den Workshops. Wir haben jetzt Ihre Zeit schon ein bisschen strapaziert und damit es noch schneller geht, die Kaffeepausen finden gleich im Workshop statt. Dort können Sie sich einen Kaffee nehmen, das heißt, Sie arbeiten dort und die verlorene Zeit hängen wir heute Abend wieder dran. Wir treffen uns nämlich erst um 18.15 Uhr. Jawohl. Wieder hier zur Diskussion. Genau, wir treffen uns dann wieder hier im Plenum, also machen da eine kleine Zeitreise, aber lassen Sie sich überraschen. Jetzt erstmal viel Spaß in den Workshops. Danke sehr. Viel Spaß und gute Arbeit.